so wie ich Traps bringe, ja wusste, was welche Movie dazu bringe, aggressiv auf mir zu landen oder so. Dann so, du hilf mir mal mit dem Commentary hier. Ich gebe mal jede Minute einen Bullshit-Thought rein und dann bin ich wieder still. Ich habe eigentlich genug gespielt heute. Ein bisschen Commentary passt ganz gut. Aufwärmen auch für Samstag. So, wir hoffen jedenfalls schnellst die Rematch hier. Haben sich vorhin schon im Winners gesehen. So, ja genau, und Samstag haben sie auch gespielt. Schon auf dem Turnier in Dresden. Der hat auch Hardcore gerade gewonnen. Mal gucken, ob jetzt Wales zwei Sets gewinnen kann, um das Turnier zu gewinnen. Und den Setcount in den letzten Tagen auszubrechen. Ich glaube generell, die Sache mit Wales und den Spielern, die ihn besiegen können, ist ein großer Patience-Check vor allem auch. Ja. Und davon hat Avocat sehr viel. Definitiv, ich bin auch überzeugt, dass das ist, was das letzte Match gekostet hat. Und das ist halt echt spannend, weil so rein von der Lethality her und von der Vollständigkeit des Punish Games ist Whale ein bisschen ahead, aber das Neutral macht dann doch den Unterschied. Ja, Apokat hat noch so ein bisschen die Rusty Excuse, aber auf Dauer wird das spannend mit den beiden. So, bevor ich es vergesse, ist mir random gerade beim Set eingefallen, so, weil ich vorhin gefragt habe mit dem, was war das, Rob Up Smash ist geplankt mit irgendwas im Bowser? Ne, Tough Guy. Bowser hat der F-Tilt, genau. Ne, Bowser hat den Scoop vom Up Smash mit Tough Guy. Genau, weil halt der Scoop macht ja nicht so viel Damage oder irgendwas, deswegen geht das halt. Die Tilts von Bowser haben ja auch Armor, ich glaube alle auch. Aber halt bloß so wenig. Aber halt so, die Scoop zusätzliche Armor hat so. Den Scoop ja, dann genau. Durchgekaut. Fascinating. Ja, dann war das irgendein Move, wo ich nicht wusste, dass da Armor drauf ist. Ja, bei Bowser einfach warten das alles ab. Smash ist alle fett. Im Zweifel. Tilts ein bisschen und dann macht der Tough Guy. So, wir sind hier neck an neck weiterhin. Ich habe auch keine Ahnung warum. Ich sollte mein Energy Drink nicht immer am Anfang trinken, sondern etwas Commentary aufheben. Und auf einmal was Wichtigeres. Spielen wir Commentary. Aua, dass er da durchgekommen ist. Gerade so unter der Plattform durchgesneakt unter der Gun. Und dann den letzten hätte er noch durchgekommen, um ihn zu stoppen mit der Invincibility vom Off-Smash. Durchgearmt. Das muss er auch erstmal auf dem Schirm haben. So, Advocat atmet schwer, versucht sich jetzt hier auch ein bisschen den Space zu kaufen. Oh. Ja, das wird noch nicht reichen. Er stirbt dafür, ja. Definitiv. Ah. Das ist sehr weit draußen. Ja, er hat auf den. Vielleicht sogar auf den Geier, irgendwie einen Vorwärtsspringer, hat er schnell bemerkt, wieder kommen, okay, wir gehen nach oben. Ja, wahrscheinlich mit dem Nair auch einfach finishen und zurücknehmen, was du kriegen kannst. Ja. Ich glaube, dann ein Nair ausgeklickt. Also, selbst wenn er einfach bloß nach oben in die Ecke sendet, so, wie er gerade gemacht hat, und dann den Abdi lässt. Mit einer guten Advanced-Position. Ja, geht hier mit dem Upsmash für dieselben Mix-Up-Timings, die er schon mit dem Backer hat. Und die hat Avocat jetzt auch wieder erschreckend schnell auf den Schirm gekriegt. Das ist in dem Sinne kein Read von der Option, sondern einfach viel für das Tempo. Na, für seine Stage reicht das noch nicht. Big Brothers in the house. Jetzt reichen auch die Stray Hits. Ah, zu knapp, so scary. Ja, und so ein Lassen dazu gegen Ascender will niemand drin sein. Ach,
vor allem Mario, solange er Center Stage halten wird, dann rechnen auch die kleinen Stinkefüße nicht, um den Kill zu holen. Ich bin den Tor, ich bin wieder so fucking hart drauf, Mann! Ja, ich komm dann mal so raus. Hast du geklippt? Muss ich in irgendeinem Fenster eigentlich sein, um das zu klippen? Das ist mein größtes Problem. Stimmt, ja. So. Jetzt haben wir da so 10 Highlights. In welchem Window muss ich active sein für den Alt? OBS. Okay. Ich klicke einfach mal alle an und drücke einmal Alt. Das würde ich mir gerne sparen. Brauche auch gerade gar nichts anderes. Okay, Ergebnisse kann noch eintragen. Ich glaube, OBS reagiert auf Windows alles. Windows LOS da. Oh, das muss ich anfangen. Nein, du sagst doch noch. Bin ich mir da nicht so sicher? 3-1 war das. Ja. 1-0 steht's für Wales. Yes. Und Advocat kommt auf der Winners Side und Wales auf Losers Side. Schrobo, willst du auch mit kommentieren, oder? Nee. Okay. Lass mal stecken. Smash. Ach, weil, Digga, Mann, der ist am Disadvantage, ist er einfach nicht zu fassen. Ich weiß auch nicht, ob der das on reaction macht. Ich habe das Gefühl, besonders wenn ich die Projectiles sehe, dann ist der Button da. Oh mein Gott, das war's. Ich bin nicht ich hab nur. Geht ihr für die Pokes, also auch Jump in zu covern? Oh. Gesagt, heute zwei Hände für dich. Ich bin fucking close im Match. Bitte? Das ist an der Büste gespielt. Ich hab vor allem Kumpel, den ich gespielt. Tja, war spannend, weil er hatte schon den nächsten Plan für seine Pokes. Nur knapp vorbeigehen, wahrscheinlich der ein paar Missimpots, der Müdigkeit geschuldet sind. Yo. Oh, dann gibt's keine Sekunde zu atmen, ja. Mann. Whale ist dein größtes Fangirl, Digga, der ist jede Sekunde an deiner Seite. Ja, drück einmal kurz den Free Center Stage Button und dann geht's weiter. Ich muss slightly auf mit dem Up Smash wieder. Challenge auch sehr konsistent die Gun. Also, Gun normalerweise ein obnoxious Tool im Neutral. Das ist auch ein Disadvantage. Wow. Clean. War es ein Tech Chase? Ja, ne? Ja. Glaube ich. Ich habe auch kurzer Gedächtnis, aber hat's recht, ja. Ja, die Tech Chase, das habe ich noch nie verkacken sehen. 2-0 schon. Ach man, ja, 2-0. Werden wir hier ein Reset sehen und Fraser noch mehr quälen. Den armen kranken Fraser noch mehr quälen. Reverse Fraser. Reset haben. Ich kann Reset. Das kann ich nicht. Ja, okay, Tab 8. Bitte? Ja, okay, Tab 8. Warum das? Wir haben Old Movie Team, maybe, weil wir die Big Boys haben mit Godzilla und Sinko und Dings und sogar Phantom der Oper. Achso, ich dachte Batman. Oh, Batman.
Out-Film. Das ist eine voll gute Idee. Alter, Batman, der Mario-Film. Das ist irgendeinen italienischen Film. So mit einem Mario-Film. Irgendein Roboter. Oder einfach ein Mario-Film. Chris Kirk. Ja, wir finden bestimmt für Wizard of Oz finden wir bestimmt ein paar Set-Dandons. Ne, Tin Man? Tin Man, ja. Eine Roseline Blume. Die Witch. Was? Die Witch, Rosalina. Die Witch. Ja, absolut irgendeine Prinzessin random so. Schlaf genug. Das ist voll die gute Idee. Oh. So, Digga, was geht hier ab, ey? Madan ist im Chat, der kann auch die Bilder besorgen jetzt. Madan, wir wollen so Movie Night machen. Also King Kong gegen Godzilla. Und dann müssen wir noch so alte Filme finden mit King K. Rool, Rosalina Luma, Steve, alte. Ja, das ist auch gutes Film, weil da kann Mara nicht so viele Fetisches auspacken. Hey, ich bin auch teilweise schuld. Nicht nur Mara. Und dann natürlich Joker, Mario und Rob. Digga, komm, hier geht Scheiße ab und ihr labert nicht mit Fußfetisch zu. Ja, das ist kein Weirdo. Also, Pregnant Bille war meine Idee. Von Rosalina the Ring, ja. Achso, das. Setzt sich gut an? Aber daneben ein Stern, dann merkt man. So, wieder das Zoning ist real. Also den Sub sehen wir gar nicht hier, keine Ahnung. Ein Sub nicht mal vor. Hast du darauf gedrückt, dass das geteilt wird? Dass wir sehen, dass du gesubbt hast? Danke für den Sub. Muss nicht, das ist non-for-profit, aber du kannst gerne den Emote nutzen. Ich bin ganz stolzer Besitzer des Number One Subscriber-Dings sein. Vor 8 Minuten. Vor 8 Minuten, das heißt, du hast noch Zeit, den. Vielleicht den oben rechts ab dem Twitch-Dings kommt sowas. Pokémon resubscribe for 1 month, siehst du Active TP? Siehst du Active TP? Digga, was für eine Action hier. Ach da, hier, ja. 88 PM Kong, Boxing. Ein Message dazu. Schirmster. Aber ja, gut. War auf dem Bildschirm zu sehen. Ich dachte so, alte Filme. Also, Godzilla vs. King Kong wäre super. Der Pate. Was? Der Pate für Mario. Der Pate. Ja, oder alte Mario-Filme. Achso, du hattest da bestimmt schon mal ein Bild schon, oder? Ich glaube, ich hab das schon mal gesehen. Aber ist hier insane, Alter. Würde eh niemand aufhören. Yo, Crocodile Hunter, Alter. Okay, Advokat gerade sehr reactive. Lässt sich nicht auspocken von Whale. Ich kann auch halt Steve Irwin. Für Rub Star Wars, stimmt, gibt's auch. Er versucht hier kontinuierlich die Interactions zu folgen. Ist Scott die Ems manchmal? Ja. Warte mal, nee, das ist nicht gut hier. Nee, in dem Fenster. Kannst du auf dem Handy machen, oder? Ja. Ey, das ist schon. Genau sowas, Schacke. Tja, aber ich hab gedacht, Pause für Godzilla, nicht King K. Rool. Ich finde nicht die Position, um damit auch was zu holen. Ja, richtig gut, Schacke, ja, mit Mario. Rosalina Luma, das wird schwer, aber The Ring ist voll die gute Idee, wenn man daneben einen Stern macht. Steve, kann man ruhig schon auf Steve Jobs nehmen. Steve Jobs einfach. Oder irgendeinen berühmten Steve aus dem anderen Film. Adam und Steve. Ja, schaut mir den Run-Ups ganz gut. Das ist echt cool, Marki. So, ich hätte ungefähr 10 Minuten nicht mehr aufs Game geguckt. Vielleicht mal wieder Zeit. Ja, das ist ganz spannend. Advokat hat einen ganz guten Gameplan, aber die Plattforms machen ihm das Leben schwerer, als man denken würde. Ach, die Mast.
Mädchen. Der Schakel ist voll lustig, aber wie packe ich das rein hier? Ja, nee, das funktioniert nicht so wirklich. Ich nehme das kleine Ding da mit rein. Ja, ne? Du brauchst es nicht, ne? Aber das für Mario auf jeden Fall. Ja, genau. Jo. Hat er eigentlich meist großteils von Dinger gespielt? Hab es dann am Stream gesehen, dass er Chic gespielt hatte auch. Wen? Mimeling. Hat er auch Chic gespielt? No. Ja. Aber ich weiß nicht, also gegen mich hat er auch Rosalina gespielt, also. Wahrscheinlich am meisten Rosalina. Das ist einfach ein geiles Bild, aber von Steam. Oh, was wird das? Ja, die ersten Anzeichen der Anpassung sind da. Oh. Whale hat definitiv jetzt gemerkt, was hier abgeht. Oh yeah. Jetzt die Frage, ob wir damit das noch zurückholen können. Oder ob Advokat mit dem letzten Change das noch choked. Oder beziehungsweise ohne Change. Sehr schön. Clever Will. Clever. Excellent Awareness. Jetzt wird's nochmal spannend, das könnte Tempo Shift sein. Ja, das ist vielleicht normal, die Tempo zu erwischen, aber ich glaube, bei dem Prozent ist es auch nicht so ein Gimmick geführt. Jetzt wird's echt spannend, wer nimmt den Tempo Change besser aus? Hat er richtige Gedanken gehabt, aber nicht mit den zwei Hits gerechnet. Noch wird gerade so nicht von Serpil getroffen. Ja, nimmt den Hit, aber hat er den richtigen Gedanken. So, jetzt ist der Corner kommen. Ja, schöner Reversal. Ich glaube, wenn das so weitergeht, dann ja, kann er das noch holen. Ascend ist jetzt ein ziemlicher Nachtzeit für Joker, denn er kann einfach two-framed werden. Oh mein Gott. Und jetzt vor ihm bräuchte, weil er wieder onstage ist, das sind wir da weg. Das ist Bowser vom Mario Movie. Was für ein Movie ist das? What the fuck is this? Ich weiß bloß, dass der schlecht war. Ich wusste überhaupt zu nicht, was es gab. Nach oben gedrückt und den Abschluss auf der Plattform gemacht. 2-2. Oh, doch, kein Match. Für die Fans. Für Fraser. Vor allem für mich, weil ich auch irgendwann. Ich habe auch eigentlich. Ja. Ach was. Ja, Wally habe ich schon gemacht. In der Vergangenheit. Ja. Ist ja noch nicht so alt. Oh, sehr schön. Nasty. Vielleicht ist der Reset. Aus einem Neutral. Aus einem Neutral war heute das. Na, Zero to Death. Ja, wir sind nicht im Ding. Achso. Ist da direkt ein Twitch-Clip oder? Nee, ich speichere nur Timestamp und dann vielleicht, wenn ich Bock habe, hole ich mir das und mache einen Highlight. Was, das heißt, wir machen die alle umsonst hier, die Clips? Geil, wenn ich Bock habe, mache ich das. Wenn die Clips gut sind. All die harte Arbeit umsonst. Was machen wir umsonst, die Clips? Oh. So hart. Was zu tun. Gibt's so einen großen Monster-Roboter wie King? Ja, der Riese aus dem Ei. Was? Der Riese aus dem Ei. Riese aus dem Ei? Stimmt. Ja, dieser. Ich glaube, so ein Pizza-Film. Ja, dieser. Fuck. Kennst du den? So, der Friendly Giant. Ja, ich glaube, so heißt es.
Nein. Ach, ich weiß es nicht genau. Ein Pixar-Film mit einem großen Roboter. Ja, so ein großer Roboter, der irgendwie so ein Kind rettet, und, keine Ahnung. Ja, halt so groß und so ganz Standard. Eiserner Gigant? Ja. Sie sagt, Ach, ich hab keine Ahnung, die heißen alle so ähnlich. Ja. Wenn du mir ein Bild zeigst, weiß ich's. Der. Ist alle. Ja. Ja, stimmt, oder sind es Power Rangers? Bracket Reset. Ding. Ich glaube, so alte Max jetzt genug. Power Rangers. Da haben wir den Reset, den niemand haben wollte. Der Huawei wollte den haben. Ja. Ich bin ich den auch haben. Huawei wollte den. Poggers. Ja, du willst. Okay, gut. Haben wir doch genug Leute, die wollen. Das ist cool, oder? Ey, habt ihr Bionicle gehabt, ja, Kinder? Alter, Bionicle, das ist krass. Hab ich noch welche? Ich glaube, die hat mal meine Mutter auf dem Flohmarkt verkauft. Rude. Megazord von Power Rangers. Was für ein Bionicle-Film wäre schon geil. Irgendwas Rotes bestimmt. Irgendwas Rotes muss dann sein. Ich meine, Rotes. So kacke. Der sieht an. Lame aus. Oh, Mist. Ist irgendwie, als würde so eine Maske fehlen. Ja. Stimmt. Das hatte ich auch. Ja, das ist ganz schön viel Shooter-Ding da. Ah, das waren die neueren relativ. Na? Neue Generation. Es wirkt random aus. Das ist ein Read of the Spotter, just. In den Situations war ja ganz schön viel jetzt. Aber das passt voll mit dem Gyro, so das Shooter. Stimmt. Aber was aus dem Film wäre wahrscheinlich besser als so das Spielzeug. Oh, wenn vielleicht. Mit dem so, Theme. So weg mit dem Theme. Ich meine, wir haben diesen krassen. Das ist crazy. Du gerade drückt auf die Button. Steve-Bild, ne? No! Stimmt, ja. Ja, well, zeigt wieder ein bisschen seine neuen Tools. Aha. Sehr sauber hier. Das ist er weg. Das ist bitter. Basically vom frischen Stock auch. No, mine. Schön, wir den Tether gekriegt und dann auch noch mit der Fireball gekimmt. Cute as well. Das kannst du nehmen, wenn ich Beileid spiele. Ach. Schako. Das war schon ein gutes Virtual. Leder King Schackel, der Niedersachsen gecancelt wird. Ich will keinen Niedersachsen mehr ärgern. Ich glaube, da ärgerst du auch keinen mit. Die Cancel wurde wegen einem anderen. Nee. Ich glaube nicht. Und das war ja bei einem anderen Smash Show noch. Das mit dem Body Leather. Nee, doch, das war das. Stimmt, das kann ich ja. War schön, dass wir so sowas. Tschüss, mach's gut, ich fand nice mit dir. Denkt er das auch mal an oder ist das so einseitig?
Classic. Ja. Das war Dodge to Up Smash. Also wird es in Game 10. Frag mal nicht. Ja, das vorletzte Video war lustig, wo du dann mit Flo immer da auf der Couch saßt und dann noch Chili P dazu kam und Tails so dazwischen so, wie bin ich hier reingeraten? Was ist das hier? Immer gute Formation. Strobo, willst du nicht da noch so ein bisschen Commentary knick-knack? Schöne Idee für ein Top-3-Bild. Nein. Wir könnten uns alle so vor Fraser platzieren, so mit Tee und Medikamenten und so. Das ist so eine schöne Idee. Nein, da mache ich nicht mehr. Ich habe gerade zuerst Tweak Top 3 Bild gelesen, war sehr verwirrt, aber. Twerk Top Bild, voll die gute Idee, aber ich glaube, die Leute werden nicht ja sein. Ich stell dir vor, Advokat macht das. Das ist schon Sabotage hier. Das kann sich bestimmt nicht konzentrieren. Erst mit der Suppe wird Probleme. Ja, ich muss erstmal Suppe kochen. Ich habe sogar Suppe in den Kühlschrank. Ja, können wir jetzt ansetzen, dass der Pfeil vorbei ist? Ey, wir können so eine Tasse haben, also ob das Tee drin ist. Ja. Vielleicht sogar so einen Teebeutel reinmachen. Oder einfach so ein Selfie mit mir, wo ich noch. Einfach nur ein Bild von dir. Ja, komm, wir machen. Eigentlich für eine Tradition auch. In den Brexit Grand Finals wird immer nie über das Game geredet, sondern immer nur irgendwie. Ja, naja, weil dann wird es halt über die Top 8 vor der Backstage. Das ist wichtig. Wie interessiert das Turnier gewinnen? Ja. Es ist irgendwie immer die gleichen Leute in Grand Final. Also es ist weniger spannend. Ich weiß nicht, ob ich mal Grand Finals war. Bestimmt warst du schon mal Grand Finals. Glaube ich auch. Ich weiß auch, ob der Top 8 wäre oder so. Ja, Top 9 wäre dann. Mittlerweile muss das Top 3 Bild noch auch ein Meme sein. Und vorher war es einfach ein Bild. Ja, hat angefangen mit den Prompts. Ich glaube, weil wir damals hier den Boris Johnson Cutter und so. Ich glaube, damals hat es angefangen. Das sind schon hohe Erwartungen an Brexit Summit. Aber die Bilder werden mit der Zeit auch wieder einfacher werden auf der Weirdness-Route. Mm. Weil irgendwann sind alle so ready dafür, dass sie nicht mehr verstehen, was passiert. Genau. Jeder Charakter ist der Buddy von Boris Johnson, aber der eigene Cop, außer zwei. Ja. Ja. Die just do whatever. Mittlerweile normal geworden. Für die nächsten 2 Jahre reicht's noch. Und 2 von der Top 8 sind Deep Fried, du weißt aber nicht warum. Ja, das Ding ist, diese Bilder kommen auf der Wand. Also zum Beispiel meine Eltern dann kommen zu Besuch. Ja, die sagen, hör doch zu, Deepfried, Poggers. genau das. Ich habe von überlegt, was ist der Kontext von dieser Deaths of Children at School Statistik. Ja, ich hätte es nicht direkt da machen sollen, weil es direkt man sieht es direkt beim Spielen. Ja. Das ist, als ich zu Hause war. Ich war im Attic und ich habe meine alten Sachen als Kind gesehen. Das habe ich tatsächlich gemacht, als ich 8 Jahre alt war. Das macht nur Sinn. Aber was mich killt, ist einfach dieses You and Your Car. 50%. Genau du. Ich war so mega woke damals. So. Caleb war ein cool Freund, oder? Caleb war so ein komischer Typ in der Schule. Ja, ich meine, wenn er so viele Kinder killt, dann ist er ein bisschen... Hat er gefragt nach Wasser? Ja. Das ist echt. Er wird gecoacht von der Säule.
Ist go, wirklich so. Go get him, Champ. Mit Head Coaching. Erst täuscht du links ein und dann, wenn er flincht, dann gibst du ihm den rechten. Ich habe auch das Glück, dass hier niemand gut genug ist, um gutes Coaching mit Zeit zu geben. Man, big blue. Meine Coaching während des Sets ist hier offen. Deswegen denke ich mir auch immer ein bisschen rough mit dem Setup direkt neben dem Ding. Deswegen, also mit Kommentieren so, ich habe vorhin schon ein paar Sachen sagen wollen, dachte mir so, das soll ich vielleicht nicht erwähnen, so sollst du selber noch machen. Ne? Da bin ich eigentlich ganz stolz, wenn ich mal was sehe. Ne? Aber, dann kannst du trotzdem nicht sagen. Advocat just did a bad jump. So he's gonna jump! Voll ablenken. Ja, das ist nochmal mit dem Machen bringen. Also Hauptsache halt, ich finde es nicht aufs Game. Das ist halt so ein Härtetest, ne? Wenn dann irgendwann die Crowd kommt, wenn sie dann irgendwann Topspieler sind und nach Amerika reisen und dann in Florida oder so, wo die dann einfach direkt dahinter in die ins Ohr schreien. Ne? Ich werde einfach hier sitzen und anfangen mit dem Bild. Scheiß auf den Griff. Ja, ich hab schon vor zwei Games aufgegeben. Ja. Das hast aber gut gemacht. Das ist mega viel von dir. Ja, ich glaube, meine Comment Frequency hat sich so um 30 Sekunden erhöht. Jetzt ist schon ein Comment alle 1 Minute 10 Sekunden. Nice. Das ist geil, oder? Aber so also hier allein sitzen und chatten ist nicht einfach. Alleine Commentaries generell. Ja. Nö. Vor allem, wenn die dich anhören. So. Da muss man schon jemand sagen, der einfach sehr viel reden kann. Mm. Ich wollte gerade sagen, und dazu wird man einfach. Ist gut. Der redet, wie er spielt, Digga. Das kann Justin ganz gut machen. Ja, aber dann kommt er auch komische Sachen raus die ganze Zeit. Er braucht jemanden zum Checken, was er sagt. Immer jemand, der manuell so muten kann mit seiner Fernbedienung oder so. Das Wichtigste an der Turniere ist Prestige. Ist halt Prestige, ne? Der Ruhm geliebt. Hier ist noch ein weißes USB-Kabel. Ich tausche die zwei damit. Das sieht schon auf die Bilder.
Soll Godzilla King K. Rool sein oder Bowser? King K. Rool. Ich denke auch King K. Rool. Bowser. Ja? Also Bowser ist also der Classic, aber für Bowser kriegt man vielleicht eher andere Bilder. Ja, der Bowser ist halt eher eine Schildkröte. Das hat ja diese. Also du kannst Bowser. Oh, gut, Bowser ist jetzt diese Gargantua-Schildkröte. Es gibt so eine japanische Schildkrötenbums. Ah ja, stimmt. In Japan ist das nämlich der Klassik. Godzilla gegen die Schildkröte. Ich weiß nicht, wie die heißt. Godzilla. Godzilla versus und dann guck, was die. Gamera, genau. Gamera? Ja. Yeah. Weil dann kannst du nämlich. Wow. Ah, das you're right. Super. Das ist echt super. Ey, Alter. Das ist ein gutes Bild, oder? Das hier? Ja. Das ist schon das mal sieht, gut. Das sieht sehr Bowser-artig aus. Ja, hast recht. Das aber auch, guck. Oh. Oder das. Wie geil ist das? Wie alt ist das? Ist der Bowser vielleicht sogar spät von? Sind ja beide auch schon uralt. Genau. Wenn das erste Bild vom Charakter zu einem Rest kommt, dann weiß ich nicht. Vor allem wenn die Special Effects noch über Power Rangers sind. Und dann das. Tja. Hätten wir Donkey Kong, dann würde es passen, wenn wir beide. Wenn wir beide so nebeneinander placen, dann. Godzilla. Fliegt die Schildkröte da rechts? Fliegt, Alter! Geil. Einfach das, ne? Das ist so geil. Aber das ist King K. Rool oder ist es nicht klar? Wow. Das sieht sehr aus wie Bowser sogar. Ey, also King K. Rool ist Godzilla. Das ist King K. Rool? Das sieht eher wie Bowser aus in dem Bild, finde ich. Aber dem Bild. Das ist eher King K. Rool-mäßig, ne? Das ist aber geil. Ich bin echt unentschieden. Ey, wenn einer so ein bisschen höher ist, das wäre super. Ja. Aber das kannst du ja relativ easy. Ich kann einfach. Du kannst dir ja sowieso rauszugeben. Also. Ja, wer ist oben? Donkey Kong. Donkey Kong ist oben. Godzilla. King K. Rool. Mal sehen, was die Leute sehen. Ey, King K. Rool ist so geil. Ja, kann man noch nehmen. Schon lustig. Das ist schon gut, ne? Naja. Ja. Der Top 3 muss kommen. Oh, es ist aber traurig, dass man bei Joker zu machen. Digga, ich hab mir grad ein bisschen in die Hose gekackt, dass du das nicht. What the fuck, guys? Game 10 Grand Finals. Ich wollte nicht erst um Nachmittag drauf sein. Ich schon wieder, okay. Ich fand,
Ja, dann geht das. Hä, seid ihr fertig? Ach so, es ist Game 10. Ah. Fucking 10. Die letzten Sekunden haben wir jetzt auch noch, damit wir auf Klo gehen können. Ja. Die Blase gedrückt haben. Das ist Game 15, Theorie. Wenn wir das Ganze genau nehmen, ist es Game 15. Wenn ich den Druck in mir spüre, dann kann ich den Druck auch ausdauern. Hamster will, dass jemand richtig auskostet, wenn er gewinnt. Ja, ne? Die Nachbarn wollen das bestimmt nicht so. Ja, ne? Ja, nicht schreien, ne? Ich stimme zu, das ist der schlechteste Animal Crossing League. Da war einfach das von neu überspielt. Einfach straight auf der NES-Tour. Ja. Also, was haben wir als wir gespielt haben, haben wir so Dr. Kawashimas Gehirnjogging? Ja, so, ja. Ich kann das nicht ernst nehmen. Das ist so nostalgisch, aber ich kann es nicht ernst nehmen. Das ist auch so richtig schlimm, wenn du nichts von sich hörst. Das ist der Song, der war. Ja, dann. Auf Datev gab es Environmental Noises. Ja. Ja, wir haben es zufällig gemacht. Das war echt. Das war ein One Lesson ist ein Klassiker, Smash 4. One Lesson ist cool. Krass, ja. Nee, dann lieber Jodeling. Okay, das eine Setup hier war heute. Da waren die letzten zwei DLCs oder so. Und drei nicht drauf. Also zuerst wollte ich dann hier gegen, wie hieß sie? Han? Han? Ja. Ja. Wollte ich dann halt Sauer spielen. Ja. Gab's halt nicht auf dem Setup. Und dann wollte ich so Musik, wollte ich so Tekken-Musik reinmachen, gab's halt nicht. Dann wollte ich so Megalovania reinmachen, gab's auch nicht. Shit, man. Deswegen, letzte Woche, bis Samstag bei das war halt so richtig schlimmes Setup. Da war halt auch kein Sora und Vollbest war im Ruset. Da hab ich halt gegen Johnny Banana gespielt und sie meinte so, wenn ich jetzt voll angefangen haben, so, wollen wir Vollbesten starten? Ich so, ja. Da? Gibt's nicht. Gibt's nicht, ne? Und dann war da auch noch so ein Third-Party Adapter dran. Oh nein. Zum Glück hatte ich mein Panaglobal-Ding damit. Ja. So. Und dann mitten im Game wurde einfach pausiert von einem Pro Controller. Oh Gott, das ist alles so schlimm. Soll ich hier sitzen? Ja. Wahrscheinlich war es Kiste, man weiß es nicht. No, ja, da war Kiste. Also ich habe auf meinen Controller geguckt, der war nicht connected. Ja. Aber. Ja, als wir dann geguckt haben, war auch nichts mehr connected irgendwie, keine Ahnung. Aber wurde einfach pausiert. Das ist schnell disconnected. Was? Das ist noch mal so. Das ist komisch. Warum wird das Spiel Games hören oder so? Irgendein Hacker dabei. Ich sabotiere die jetzt, Alter. Last Dog. Oh, Game 10 Last Dog. Lass mir gefallen. Ja, gut. Das ist schon mehr, wenn wir noch einer dann, ja. Das ist doch gerade Werbung jetzt. Perfekt, ist das. Eine Werbung ist jetzt gekommen, das ist echt kacke. Sorry, ich habe keine Kontrolle über Werbung. Ist es wenigstens interessante Werbung? Das können wir manipulieren, right? Wenn wir den Fühler schalten. Ach so.
Dann kommst du nicht an die Ey, Affiliate war so ein Mistake. Es geht immer noch, Leute. Aber du hast immer Werbung, right? Ich hab. Ja, ich kann es nicht ausschalten. Ja, aber auch wenn du kein Affiliate bist, hast du trotzdem. Oh, echt? Ja, also dann kommen wir doch wieder Geld, right? Fuck Twitch. Yeah. Fuck Twitch. I'm not offering everything for free. Right? Deswegen ist es wahrscheinlich sogar. That's it. Einfach kein Tricks in Tournament. Deswegen ist es sogar ganz klug, manchmal selber Werbung zu schalten, damit Twitch nicht automatisch macht. Ja. Wenn irgendwie gerade Pause ist. Bisschen Volume, bisschen Volume. Das passt doch sonst nicht. Doch, ich war nur nicht dran, sonst. Du stehst halt sonst einfach direkt.